Und am Weg zum Rednerpult ist Johanna Jax, ÖVP. Herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Nach diesen Ausführungen vom Kollegen Margreiter lassen Sie uns alle gemeinsam kurz an menschliche Bedürfnisse denken, die Maslow in einer Pyramide sehr plakativ zusammengefasst hat. Und wissen Sie, was in dieser Pyramide ganz unten, dort wo sie am breitesten ist, gleich über den Bedürfnissen wie Schlaf und Essen steht? Richtig, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns um dieses Sicherheitsbedürfnis kümmern. Und das machen wir mit diesem Budget, weil es ist ein Rekordbudget und jeder Euro, den wir in die Sicherheit investieren, ist ein sehr gut investierter Euro für die Freiheit unserer Demokratie. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gestern fand aber auch zum 26. Mal ein Mord an einer Frau in unserem Land statt. Zum 26. Mal. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz klarer, trauriger Auftrag an uns. Vor allem, weil nächste Woche die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen beginnen. Und ich glaube, dass dieses Symbol der 16 Tage sehr, sehr wichtig ist, aber dass es noch wichtiger ist, dass wir an allen 365 Tagen im Jahr etwas gegen die häusliche Gewalt tun. Und auch das tun wir mit diesem Budget, weil wir stärken den Gewaltschutz massiv und auch die opferschutzorientierte Täterarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einmal kurz auf die menschlichen Bedürfnisse zurückkommen. Es ist nämlich so, dass nur wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind und gedeckt sind, wenn diese felsenfest stehen, so wie es das Bedürfnis nach Sicherheit in einer Gesellschaft ist, dann können sich auch die Menschen zu den anderen Bedürfnissen entwickeln, bis hin zur Selbstverwirklichung. So verstehe ich Politik, und die Voraussetzungen dafür schaffen wir mit diesem Budget. Nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete. Sagt Johanna Jax von der ÖVP. Sie kommt aus Freistadt in Oberösterreich.